Hallo Welt, da sind wir wieder. Hier in, ich weiß gar nicht, wo wir hier sind, Nordhagen Beach. Nein, ach Quatsch, wir sind irgendwo in Forthagen. So wollte ich sagen. Forthagen abgeschlossen. Ja, und ich bin immer noch der Meinung, dass irgendwo hier in der Nähe doch ein... Ja, dass hier irgendwo eine Werkstatt noch auf uns warten muss. Und zwar aus folgendem Grund. Hier ist Grey Garden. Und um Grey Garden herum ist in jeder Ecke ist eine Siedlung. Oder sind sogar zwei Siedlungen. Man sieht hier Sunshine Tidings Kooperative, Starlight Drive-In. Ich sag's nochmal für die Leute, die vielleicht jetzt erst zuschauen, warum Rätsel, warum suche ich hier jetzt nach irgendeiner Werkbank oder Werkstatt. Das haben wir hier in der Richtung, dann ist hier Teffington Bootshaus Covenant, hier ist eigentlich um Grey Garden herum, ist überall was. Hier unten natürlich kommt jetzt Hangman's Alley, dann haben wir hier Oberland Station, nach unten hin sowieso noch ein paar andere Sachen. Und es müsste eigentlich hier in der Ecke, also das ist die einzige Ecke, dieses ganze Gebiet, wo wirklich keine Siedlung ist, das kann ich nicht glauben. Und deswegen werden wir uns hier in Nordhagen, Fort Nordhagen, diesmal ein wenig umschauen und hoffentlich eine Werkstatt finden. Und ja, wenn wir sie gefunden haben, werden wir sie natürlich einnehmen wollen. Hoffe ich. Dass wir das auch können, dann. Denke ich mal. Dass wir das hinbekommen. Werden wir schon schaffen auf... Uah, hoppla! Das war jetzt... Hat man das gemerkt, wie ich mich jetzt... Ich bin richtig fast vom Stuhl gefallen jetzt. Ich habe da jetzt echt nicht mit gerechnet. So schönes Wetter. Oh Mann, oh Mann. Ich bin auf jeden Fall wieder wach. Oh Mann, oh Mann. Ja gut, okay. Das hatten wir schon. Und suchen wir mal eine Werkstatt hier. Eine Werkbank. Wie auch immer. So viele schöne Häuser. Da muss doch hier irgendwas sein. Die Minutemen waren ja auch hier in der Nähe vorhin, als wir angekommen sind. Also. Ja, aber doch, Moment mal. Hier waren wir doch schon. Genau, das haben wir schon eingeschaltet. Warum ist das Ding wieder ausgeschaltet? Waren wir doch noch nicht da? Ja, nur weil es eine Gegend ist, die uns jetzt irgendwie gefällt, aus welchem Grund auch immer, heißt das ja nicht, dass hier unbedingt zwingenderweise eine Werkstatt sein muss. Nur weil das Wetter gerade schön ist. Also wir haben mit Sicherheit auch noch andere Gegenden gefunden, in denen wir keine Werkstatt hatten. Und ich bin jetzt nur mal von Grey Garden ausgegangen. Grey Garden, ja, es gibt ja auch noch andere... Siedlungen, aber ich denke, wenn man mal so rumguckt im gesamten Commonwealth, ist das die einzige leere Stelle hier, die einzige offene Stelle, also bis jetzt. Mir ist da nichts anderes aufgefallen. Wir haben so viele Siedlungen überall gefunden, das hier schalten wir jetzt erstmal wieder ein. Irgendjemand muss das wieder ausgeschaltet haben. Gott weiß warum. Oder die Macher des Spiels wissen warum wahrscheinlich. Oder vielleicht gibt es hier wirklich keine Werkstatt, keine Werkbank. Ich bin mir sicher, das war schon mal eingeschaltet. Aktivieren, okay. Also Turmstatus inaktiv. Aktiviere Satelliten, um Signale der Umgebung zu verstärken. Satelliten aktivieren bereit. Dann machen wir das einmal und treten auch zurück. Das kennen wir ja schon. Ja, es läuft. Ja, wir hatten das eingeschaltet, genau, und dann kam von Fiddler's Green, kam dann nämlich ein Notrufsignal und da haben wir uns einen Wolf gesucht, aber dann schließlich doch den Bunker gefunden, um das Signal ausschalten zu können. Und das war dann auch ausgeschaltet. Da oben sitzen doch welche. Ist das wieder der Minuteman? Oh, ja, nee, das ist er wohl eher nicht. Hoffe ich zumindest für ihn, dass er das nicht ist. Wäre wahrscheinlich schöner für ihn, wenn er das nicht ist.
Na gut, kommen wir hier vielleicht rein? Auch nicht. Okay, alles klar. Das ist ja zum Verrücktwerden. So viele schöne Sachen hier und keine Werkbank hier in der Nähe. Also da oben müsste man doch irgendwie auch noch raufkommen können. Na, ich sehe jetzt keine Möglichkeit, wie man da hochkommen könnte. Außer man könnte fliegen vielleicht dann. Nee, schöne Bilder. Der Minuteman rennt auch immer noch hier rum. Alles deutet darauf hin, dass hier irgendwo eine Werkbank sein könnte. Na gut, ich denke, wir haben hier soweit alles abgesucht, soweit wir konnten zumindest. Was es da oben mit den Leuten auf sich hat, kann ich nicht sagen. Hier auf den Pöller können wir auch nicht springen, oder? Naja, egal. Ja, kann man jetzt schwer sagen, ob die noch was haben. Sei es drum, ich glaube, hier in der Gegend finden wir leider keine Werkbank, so wie es aussieht. Oder wir sind schon 10-mal dran vorbeigelaufen jetzt. Ich habe aber den Eindruck, dass das Commonwealth im Allgemeinen schon ein bisschen friedlicher geworden ist. Am Anfang war es ja doch sehr rau hier und an jeder Ecke lauerten Gefahren und mittlerweile ist es übersichtlich, ruhig. Schauen wir, vielleicht gehen wir nochmal hier. Genau, hier waren wir nämlich doch noch nicht in dieser Ecke. Vielleicht ist hier noch irgendwo eine Werkstatt versteckt, obwohl normalerweise bekommt man dann doch auch irgendwie eine Nachricht oder so etwas. Blast Radius, fun for the whole family, aha. Ja, und da ist, glaube ich, Nuklearas. Oh, das ist gut, so viel Plastik. Ich glaube, aus den Kugeln hier bekommen wir Plastik, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, dass nukleares Material drin in diesen Brettspielen, die findet man ja wirklich überall hier im Commonwealth. Nur so, wer mal nukleares Material sucht, könnte es da drin dann finden. Ah. Oh. Was ist das? Teddybär, aber hier sind auch so komische Sachen, die ich noch nie gesehen habe. Ja. Sollen wir das mal, die Laterne nehmen wir ihm, aber den Rest lassen wir mal so liegen. Auch hier hätte man sich noch mal ausruhen können. Erinnern Sie das an bessere Tage, Ma'am? Wahrscheinlich schon. Ada, wahrscheinlich schon. Ja, vielleicht ist direkt auf diesem Gebäude, das ist ja ein ziemlich großes Gebäude, da waren wir drin. Da ging es doch um... diesen Gabriel? Nein, wie hieß der? Ja, genau, hier waren wir drin. Und auch hier sieht es so aus, als könnte man die Steine irgendwie einsammeln. Also, als wäre hier eine Werkbank in der Nähe. Könnte ja auch sein. Ich meine, wir entfernen uns jetzt zwar immer weiter von dem Punkt, von dieser Red Rocket Raststätte da oben. Doch vielleicht gibt es doch hier irgendwo noch eine Werkbank. Na, hier unten wohl kaum drin. Wow, das ist aber tief. Vor Tagen. Ja, da waren wir auf jeden Fall schon drin. Das lohnt nicht, da jetzt weiter nach irgendwas zu suchen. Hier auf jeden Fall... sauberes Bett. Können wir auch drin schlafen. Sehr schön. Ja, hier waren wir auf jeden Fall schon. Sonst wären hier sehr viel mehr Sachen drin.
Aufbereitetes Wasser, na gut. Aber keine Werkbank. Dann schauen wir mal, ob wir hier... Es steht ja Exit dran, also kommen wir hier vielleicht wieder nach oben. Genau. Ja, ich bin nicht enttäuscht. Es ist ja spannend hier. Auf jeden Fall. Hier ist was los. Aber keine Werkstattbank. Laufen wir nochmal um dieses Gebäude hier rum. Aber wir sind ja gleich schon wieder in diesem Sumpfgebiet. Ja, hier waren wir schon. Doch, doch, brauchen wir gar nicht weiter zu gucken. Hier ist nämlich keine Werkstatt. Zumindest nicht auf der Seite. Jetzt schauen wir mal hier auf dieser Seite, ob es hier vielleicht noch was gibt. Wobei ich sagen muss, mir fällt gerade ein, ich glaube in der Ecke von der Parsons Irrenanstalt, da gab es glaube ich auch keine Werkbank da oben. Da gab es glaube ich auch keine Siedlung in der Nähe. Glauben heißt nicht wissen, schauen wir doch mal. Lynnwoods, genau, hier ist die Molkerei und richtig hier oben, ja doch, da ist hier, nee, da ist, ja genau, hier ist nämlich auch nichts, in der ganzen Gegend nichts. Der Slock ist das nächste, Breakout-Ufer, ja gut, hier haben wir die Kinder-Krippe Greentop. Aber wenn mein Denken irgendwo stimmen würde oder Sinn ergeben würde, müsste ja hier auch noch irgendwie eine Werkstatt sein. Okay, da haben wir vielleicht noch gar nicht geguckt, das kann sein, wir waren ja auch noch nicht in Salem hier. Naja, schauen wir nochmal. Jetzt, wo wir einmal hier sind, gucken wir uns hier nochmal ganz genau und ganz in Ruhe um. Vielleicht nochmal von oben runter gucken. Es ist schon erstaunlich ruhig hier, muss ich sagen. Aber hier war ja ganz schön was los, als wir hier zum ersten Mal waren. Da hatten wir hier doch einiges zu tun. Ach, Kellogg hieß der. Ja, genau. Finde Kellogg. Da kamen wir hier zum Schluss dann raus. So ungefähr. Und haben dann hier oben gesehen, wow. Da kam nämlich die Bruderschaft an, wer die Folge nicht kennt. Ich erinnere mich gerne daran. Eine der beeindruckendsten Folgen überhaupt, finde ich. Also das ist schon recht stark, als es dann losging. Genau, hier war irgendwie der Eingang. Ja, aber wie kommen wir jetzt... Da drüben ist noch was. Da liegt doch jemand auf dem Dach. Wie kommen wir darüber? Da liegt wer auf dem Dach und er hat sogar etwas dabei. Jep. Einen Werkzeugkasten. Mehr aber auch nicht. Ja, leider hat das Wetter damals nicht so mitgespielt, als dieses Luftschiff da vorbeigeflogen ist. Das wäre natürlich bei schönem Wetter nochmal was anderes gewesen, aber es wäre auch nicht die gleiche Stimmung gewesen. Dieses Poster dort kenne ich auch noch nicht. War Machine. Aha. Ja, interessant, aber wie man sieht, ist hier nirgends eine Werkbank zu sehen. Da unten waren wir in dem Laden. Ich weiß nicht, ob wir hier jetzt schon drin gewesen sind. Sonst gehen wir gleich wieder zurück eben. Ja, hier waren wir auch schon. Einmal ganz kurz, nur fürs Protokoll, damit alles hier auch durchsucht wurde, ordentlich von uns. Ich glaube, da unten, wo diese Holz, was auch immer das da ist, steht, da müssen wir erst gar nicht hin. Ah ja, und hier rechts, da steht der Panzer dann und ja, ich glaube, dann haben wir alles durchsucht. Hier ist nichts. Ja, da unten, da sind, glaube ich, ganz viele Power-Rüstungsstationen. Wenn ich mich recht erinnere. Da kamen wir aber aus einer anderen Richtung, also es kann sein, dass da auch gar nichts ist. Gute Angabe? Naja, kann man ja mal gucken, wenn man
wenn man Zeit und Lust dazu hat. Auf jeden Fall, wie man sieht, ich konnte hier nichts finden. Wenn es hier irgendetwas geben sollte, dann könnt ihr ja in den Kommentaren was hinterlassen und sagen, oh, du bist 10-mal dran vorbeigelaufen. Dann werde ich mich natürlich hier nochmal zurück hin begeben und werde das nochmal suchen natürlich. Aber im Moment finde ich hier nichts. Also können wir hier, denke ich mal, wieder abhauen. Wobei dieses Gebäude dort, ach, da ist sie jetzt drin, passt auf. Da ist jetzt eine, oder da unten ist ja auch noch sowas. Okay, das hier ist nicht wirklich ein Gebäude. Was auch immer das ist, ich weiß nicht, was das ist. Auf jeden Fall liegt hier ein Impro-Gewehr, irgendetwas. Und... oh, oh, oh. Oh nein. Aber Haarklammern haben wir im Moment wieder ein paar mehr. Wobei ich immer noch der Meinung bin, dass es schwerer geworden ist, seit wir die Schlossknacken-Wackelpuppe gefunden haben, habe ich absolut den Eindruck, dass es nicht mehr so gut geht. Ja, das Gebäude kommt mir nun gar nicht bekannt vor. Naja, was wird da schon drin sein? Ein Ghoul vielleicht? Oh! Was ist das? Was ist das? Das ist ein Lager mit... Was soll das sein? Hat hier jemand versucht? Oh, mit WC, immerhin. Immer sauber bleiben, ich glaube, das lassen wir mal stehen hier. Whisky! Ja, den können wir nicht stehen lassen, komm. Aber kein Heft, kein nichts, kein... Moment mal. Oh. Ha! Das ist das! Silvester! Ja, hier müssen wir Silvester nochmal hin. Oha. Moment mal. Das ist ja cool. So hat sich das also jemand gedacht. Okay, er wird gegen die Atomraketen wohl nicht so viel ausrichten haben. Hätte er nicht viel ausrichten können, aber. Oha. Das hat vielleicht nicht so gut funktioniert. Versuchen wir das hiermit nochmal. Hey da, du siehst doch, dass ich hier am Spielen bin. Mit den gefährlichen Sachen hier. Versuchen wir das nochmal da drauf zu legen. Nicht schlecht. Also das mit der Dings hat hier besser geklappt, glaube ich. Vielleicht direkt reinschießen. Oha. Oh, gefährlich. Ja, Silvester, hello! Wir haben gar keinen Silvester, oder? Aber vielleicht ja doch für den einen oder anderen. Ja, was wollte der denn hier abschießen mit den Dingern? Ja, komm, einen noch. Einmal noch. Nur weil es so viel Spaß macht. Wow. Jo, das ist weit gekommen. Das hat man gar nicht mehr gesehen, wo das jetzt hochgegangen ist. Genug der Spielerei. Ey, da, wir müssen weiter. Bourbon, Bourbonflasche, 38er Patronen und ein Bett, in dem man schlafen kann. Also sehr schön hier. Kommen Sie mit. Wir machen die Tür auch wieder zu. Ja, dann bleibt da. Auch egal. Haben wir denn was hier in der Gegend übersehen vielleicht? Ja, da unten ist noch etwas.
Ja, da unten ist noch etwas, aber wir werden uns jetzt mit dem Blick auf dieses wunderschöne Haus verabschieden. Die Zeit ist nämlich um. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage Daumen hoch für euch. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.